Genau, bauen. Und zwar meine Jägerhütte da oben. Ich weiß nicht, ob ich das vor. Also erstmal weiß ich nicht, ob ich die heute fertig bekomme. Und zum anderen der Weg da hoch. Ich glaube, das da ist nochmal ein ganz anderes Experiment. Da muss ich dann noch schauen. Ah, genau, die Jägerhütte hätte ich ganz gern weitergemacht. Was Rotbuff habe ich? Ja, da kann ich eigentlich direkt einmal da hochlatschen. Ich würde es mir nämlich gerne noch kurz anschauen. Ich hatte das Erdgeschoss gemacht gehabt. Der Kamin fehlt. Den würde ich wahrscheinlich zuerst wieder mit reinbauen. Und mir hier halt was überlegen. Das sieht nämlich von unten ein bisschen komisch aus. Es kann ja auch am fehlenden Dach liegen. Vielleicht baue da noch so eine Terrasse. Ansonsten kommt halt dann das Dach rauf mit dem Dachgeschoss. Ich hätte jetzt keine zweite Etage direkt draufgepackt. Außer das sieht von unten besser aus dann schon. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht, das Dach, wie rum. Kann auch sein, dass ich so ein recht großes Spitzdach mache. Das entscheide ich gleich, wenn ich es raufpacke. Je nachdem, ja. Wo ich jetzt den Kamin hinpacke. Weil der fehlt hier nämlich noch. Und da das hier so ein Eingangsbereich ist, ich hätte den schon ganz gerne nicht da an der Wand. Sondern gerne irgendwie hier so. Weil dort wollte ich so einen kleinen Arbeitsraum schon machen. Und hier halt so, man kommt rein und dann ist es halt hier so ein bisschen gemütlicher. Und gerne hier. Würde ich aber, glaube ich, erstmal eine Wand ziehen, um das besser abschätzen zu können. Und natürlich gibt es wieder keine Mitte, ne? Das wird lustig. Ja, deshalb ganz, ganz gechillt bauen. Ich fange mal mit der Zwischenwand hier unten, glaube ich, an. Dann kann ich das mit dem Kamin abschätzen. Das brauche ich heute, ne? Heute bauen, um die Woche zu verarbeiten. Es ist Montag. Die gesamte Woche bauen, um die Woche zu verarbeiten. Ich würde hier drinnen jetzt auch gar nicht gerne eigentlich einen anderen Block benutzen. Gar nicht nochmal das Geschnitzte. Was habe ich denn so ein Holz? Habe ich nicht dieses edle Holzgedöns? Ja. Das könnte optisch eigentlich ein bisschen besser aussehen. Indem ich das jetzt hier daran klatsch. Hier so. Ja, nee, ne? Ich glaube jetzt nicht. Es ist irgendwie zu viel. Ich das jetzt nebeneinander pack. Gibt es nicht Tapete, einfach so eine weiße Wand oder so? Ich glaube, das wäre jetzt am besten. Das sieht gerade einfach doof aus. So drei verschiedene Holzsorten. Tut mir leid, das sieht ja gerade richtig beknackt aus. Es gibt nicht einfach nur normale Steine, oder? Also so einfach, wo man das nicht sieht, dass es Steine sind. Wo man das so Tapete oder so wäre. Oder einfach Wandfarbe. Oder einfach andere Steine. Oder anderes Holz. Finde ich das mir erstmal? Das sehe ich aber immer, ne? Nee. Es wird hier heute noch brutal. Wie viel hast du heute schon gemacht, Fali? Sanas, Minecraft? Minecraft meinst du, oder wie? Durch Stargate bist du auch schon, sag mal. Wann bist du aufgestanden? Ich glaube, das Schlimmste war Zahnarzt vielleicht. Ach so, das war eine Frage. Ja, na, ich meine, du arbeitest ja Wochenende und manchmal hast du ja so unter der Mitte der Woche frei, manchmal so Anfang der Woche, aber du arbeitest häufiger am Wochenende. Deshalb, da bin ich immer etwas verwirrt. Ich kenne ein paar, die haben so donnerstags, freitags oder so frei. Ich habe 7 Tage. Ja, irgendwie schon.
Ein Problem löst sich hier, glaube ich, heute nicht mehr, oder? Kann ich die Dinger anmalen? Die Bretter. Gibt es Steine, die nicht so auffällig sind eigentlich? Dies wird hier. Naja, aber. Wenn ich hier so ein halbes Fachwerk reinklöppel. Das fällt aber auch auf. Das würde aber ein bisschen besser gehen, weil es halt zum Boden passt. Das ist ja auch komisch, wenn ich auf einmal hier drin ein Fachwerk habe. Ob das auch. Wenn ich das nur so ein bisschen mache und dann Holz, wenn ich. Ich habe bei dem Kräuterhaus das anders gemacht gehabt. Das Problem ist, sonst habe ich, wenn ich das dort genauso mache, vier verschiedene Holzsachen. Und das wird irgendwie gerade, glaube ich, zu viel. Wieso denke ich mir auch jedes Mal so was Komisches hier aus? Schlimm. Sage ich euch. Wenn ich jetzt Dreier. So, ich überlege gerade und da drauf dann das andere Holz. Aber vielleicht ist das auch schon zu hoch. Das nicht das Geschnitzte, sondern diese beiden Bretter da hier veredelt. Ja, also eine komische Kante, ne? Aber ich glaube, das könnte okay sein. Nee, nicht ganz. Aber ich habe eine Idee, wie es besser aussehen könnte. Warte mal. Wenn ich quasi so Säulen oder Pfosten mache mit dem Fachwerk, das könnte okay sein. Oder doch gleich nicht, je nachdem, wie sich das hier da wieder miteinander verbindet. Doch, es wäre, glaube ich, annehmbar. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber ich wollte ja auch so Holz haben, aber ich will nicht so komplett unterschiedlich das machen. Kontrast. Kontrast muss es auch geben. Und dazwischen jetzt halt auffüllen mit diesen Einbrettern, habe ich gerade überlegt. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Mein Kopf ist überfordert, weil ich hier so ein komisches Experiment mache. Mit den Blöcken. Sieht auch irgendwie, ich bin. Ups. Bin nicht ganz überzeugt. Die Idee hat, glaube ich, was, aber es mangelt an der Umsetzung. Also es ist, glaube ich, noch nicht die Größe, die ich hier auf jeden Fall brauche. Ich würde auch ganz gern schon Männerlords spielen. Wieso verhält sich das Holz da so komisch jetzt schon wieder? Ach so, und dann da auf der anderen Seite verhält sich es auch komisch. Das wäre aber übrigens eine Idee, das so zu machen. Also vielleicht ein bisschen breiter. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Es ist schon dezent hässlich. Aber die Säule ist halt eine richtige Säule. Das wäre okay. Vielleicht einfach hier unten noch was wegnehmen. Muss gleich dann doch Stein nehmen, ne? Aber es sieht komisch aus, wenn ich die Bretter direkt hier habe und direkt an der Wand dran. Also auf dem Boden. Das sieht einfach. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht komisch aus. Ich kann das nicht beschreiben, warum. Es ist einfach so ein Gefühl. Die Anno-Musik ist immer sehr schön. Jetzt gleich brennt da gleich noch ein Gebäude nieder und meine ganzen Kohlekraftwerke, die jagen sich gegenseitig in die Luft, ich sag's euch. Also mit der Säule, finde ich, geht es jetzt auf jeden Fall zu dem Geschnitzten. Aber hier unten. Wenn ich das noch ein Stückchen breiter mache, vielleicht.
Damit hatte ich mich noch nicht beschäftigt, ne? Welche Sachen ich wie hier machen möchte. Also ich hatte gesagt, okay, die einen Blöcke, die stehen fest, aber für die Zwischenwände. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht gehabt. So shitty. Aber ich glaube, die Viererbreite passt schon besser. Ich nehme mich doch hier unten eins raus. Und oben. Und nimm da den anderen Block nochmal. So, ich möchte halt eigentlich keinen Stein nehmen, ne? Sonst muss ich das gleich aber also pseudomäßig machen. Wieder so tun, als ob. Ach shit, jetzt habe ich nicht. Jetzt habe ich. Doch, auf der Seite habe ich die Säule. Ist das nicht was ganz Schönes hier? Ich mache pseudomäßig, glaube ich, gleich so eine Steinsäule. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Und dann tue ich so, als wäre es. Wow, als wäre es Stein. Vielleicht. Ja, das sieht ja hier so richtig beknackt aus. Ja, nochmal alles weg. Also das ist es nicht. Ich könnte das Geschnitzte hier jetzt natürlich auch nochmal nehmen, aber das ist ja dann zu viel Geschnitztes. Würde das in den Rahmen besser reinpassen? Die nächste Möglichkeit, wenn es gleich auch wieder doppelt, also zu viel beknackt hier aussieht, dann nehme ich den Steinblock. Ich möchte halt nicht, dass es alles so, ne, gleich ist. Oder oben ist jetzt der falsche dran. Und bei nur Holz, also es gibt einige Holzblöcke, so ist es jetzt nicht. Ich kann auch wie mein allseits geliebtes Miasma-Holz wieder nehmen, das ist gar kein Problem. Damit mache ich das, glaube ich, gleich. Irgendwie hat das hier so einen farblichen. Okay. Dieses Holz sieht etwas angelaufen aus. Ja, ich muss das mir erstmal auf jeden Fall dafür nehmen. Okay, alles weg. Also das da und gucken, wie es mit dem hier. Falsch, mit dem Miasma aussieht. Vielleicht geht das ja. Eventuell wäre das eine Option. Ich hätte gern. Das sind halt die, ne? Ach nee. Bei mir ist mal Holz, habe ich doch immer nicht so viel. Weil ich das jedes Mal benutze. Das kann man aber auch mit am besten für die Deko-Sachen gefühlt nehmen. Weil es nicht so sich so komisch verhält. Es verhält sich einfach mal normal und macht nicht so komische Schnöpsel überall hin. Ich nenne es erstmal Schnöpsel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Schnöpsels. Ich finde, meine Beschreibungen sind richtig gut. Das ist hier gerade richtig hell. Boah. Also, da oben geht ja dann weg. Nee. Kann man nur so unzufrieden sein. Frage ich mich gerade hier irgendwie. Mach ich gleich Gittertüren rein. Metallblöcke. Wenn man das irgendwie ein bisschen aufteilt. Das sieht halt auch komisch aus. Deshalb, das geht nicht. Wenn ich das hier wegnehme und nur unten mache. Ah, das sieht ja dann auch aus. Wenn ich es auf einer Zweierhöhe habe. Wie soll ein Türrahmen hin? Ich glaube, Gottchen. Das Alltag wird schön. So ein, ich habe nämlich nochmal geguckt, das ist eher so ein Thriller. Ich kann es mir nicht so gut aussprechen. Angelegt und bin ich so der. Es geht. Ich lese eigentlich nur so eine Bücher, maximal oder ab und zu schaue ich so eine Filme. Und das ist halt ein bisschen, naja, ich bin dann wählerisch. Deshalb und
Vielleicht komme ich deswegen nicht mit dem Film, wollte ich gerade sagen, mit dem Spiel so. Also für mich ist das eigentlich das härteste, dieser sehr künstlerische Faktor, wo jedes Klischee einfach mal reingehauen wird, was es gibt an jungen Erwachsenen. Das hört sich richtig komisch an, wenn ich das sage. Aber okay. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Nee, jetzt ist doch klischeehaft für Quarry. Ja. Freue mich aber auf jeden Fall auf den Steinbruch ganz dolle. So, das ist jetzt meine Idee, dass man so einen Rahmen hier hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser aussieht. So, kann ich mal bitte. Aber nur, wenn wieder alles das geschnitzt ist. Ich weiß nicht. Es hat halt hier dieses Verhalten. Ganz schlimmes Verhalten. Sonst dürfte ich das nur unten machen und nicht bei dem Türrahmen. Sieht da auch komisch aus, wenn unten dieses leicht gammelige Holz ist und darüber das geschnitzte. Ist dann schon ein bisschen, ja. Nicht. Also ich finde, es geht. Es ist einfach nur gerade ein bisschen komisch. Aber jetzt habe ich schon mal so ein bisschen, ich nenne es Kontrast, ne? Ja, ob das das cringigste Game ist, was ich jemals gespielt habe, würde ich jetzt noch nicht sagen. Das andere. Aber es kommt auf jeden Fall nah dran. Ich habe aber selten, noch nie, so eine Entscheidungsgames richtig gespielt. Also das Einzige, was ich halt mal hatte, war Life is Strange. Na, ich glaube, so heißt das. Das fand ich doch recht gut. Und sonst hatte ich nie so eine Entscheidungsgames. Vielleicht muss man da einfach mit einer anderen, mit einem Feeling direkt rangehen. Ich muss es vielleicht einfach noch üben. Das Einzige, was ich jetzt halt mache, ist Kommentare abgeben. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache bei dem Game. Aber ich kann, und ich halte mich ja voll zurück. Ne? Wie gut, dass ich das Game dann immer erst so spät starte. Das geht auch gar nicht anders. Oh, aber schaut mal, das kann man eigentlich richtig geil als Bordüre für oben nehmen. Sehe ich gerade. Würde, wenn man einfach nur eine Leiste hat, übrigens gar nicht mal so schlecht aussehen. Das mache ich dann im Haupthaus. Der Rest, das passt halt nicht so. Wenn ich das genau umgekehrt mache, das Miasma-Holz nehme und unten und oben das hier. Dass das Miasma-Holz überwiegt. Ich schau mal auf der Seite, wie das aussieht, wenn ich das genau einmal andersrum mache hier. Mir das da ein bisschen besser gefällt. Wenn hier alles geschnitzt ist, dann muss der Jägerin sehr, sehr, sehr langweilig sein. Das vielleicht nicht. Obwohl, diesmal ist es auf beiden Seiten dann gleich, weil es eine Säule ist, ne? Nee, wir reden nicht darüber, was ich für Kommentare bei dem im Steinbruch zurückgehalten habe. Das lassen wir mal lieber. Ich will hier doch nicht hier Sachen rumschalten müssen. Heute wird gebaut. Und ganz ohne Stress. Sagte sie, und nachher wird irgendwas Komisches passieren. Gefällt mir das mehr? Ich weiß es nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich fühle das einfach nicht. Also oben, ja.
Ist okay. Mach mal kurz hier das weg. Vielleicht liegt es auch daran. Weil von außen schick und von innen. So wie von manchen Menschen der Charakter. Es war gemein, es tut mir leid, aber ich habe es ja allgemein formuliert. Es stimmt doch. Es gibt auch ein Sprichwort, es fällt mir gar nicht ein. Von außen hui, von innen pfui. Keine Ahnung, sowas gibt es auf jeden Fall auch. Ich meine aber ein anderes. Ja, gut. Ihr wisst, was ich meine. Also die oben, das ist okay. Und unten, vielleicht wenn es zweimal hoch ist, dann würde es wahrscheinlich klappen. Was ist... Ich finde sowas auch hier immer voll schwierig. Sondern eigentlich müsste es von außen modrig sein und von innen geschnitzt, davon abgesehen. Nee, ich tausche es nicht aus. Ich habe kurz überlegt, ob ich austausche. Nee. Außer es hätte eine Funktion gegeben, in dem Bereich die Blöcke durch die ersetzen. Dann hätte ich es gemacht, aber da es so eine Funktion nicht gibt, mache ich es nicht. Auf keinen Fall. Oder kommt man hier, wenn man einen Bereich markiert, einen Code rein? Fuck, mein Freund. Dann hatte man halt einfach nur Geld für draußen und da die Jägerin hat halt keine Zeit mehr, ihn auch noch zu schnitzen. So sieht's aus. Beziehungsweise, wenn hier der Arbeitsraum ist, dann ist das ja auch sehr schmutzig. Was da für Dämpfe rauskommen bei dem ganzen, bei der Gäberei-Gedöns da und so. Ich schau mal, wie das nochmal kurz aussieht, wenn ich hier ein Zweier, das wollte ich nicht, Zweier-Gedöns nach oben mache. Ich kann mich doch mal nicht so gut entscheiden, wie ich das gerne hätte. Soll ich mal, benutze ja jeden Holzblock, den wir besitzen, dann easy. Ich glaube, ich würde das Zweier hochgehen. So geht das jetzt eigentlich mit dem Zweier. Und dann hat man hier diese Leiste nochmal. Das geht eigentlich. Finde ich jetzt okay. Das Miasmaholz ist jetzt nicht hier schick. Das hier hätte ich einfach so die Größe in jetzt etwas ordentlicher. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Größe, so wie man halt die Dielen hat. Diese hier. Und das habe ich so nicht. Also die einen sind ja viel zu schmal. Die anderen... Nee, das... Deshalb aber die Größe, das wird dann halt passen, als wenn du überall diese Schnitzi-Gedöns-Sachen hast. Wie auch immer ich das gerade formuliert habe, aber okay, lassen wir das. Ich finde aber, die Höhe geht jetzt wirklich, ne? Und ich hätte halt hier nur gerne andere Bretter. Also die Größe, so, aber halt so ohne Löcher und vielleicht nicht ganz so angegammelt. Aber das, ich glaube, da jetzt, also so langsam merke ich schon immer. Kommt schon hin. Ich brauche doch so langs. Ob ich gleich noch so einen Rahmen mache, weiß ich nicht. Also wegen dem Türrahmen. Kommt drauf an, was ich für eine Tür reinpacke. Weil das passt manchmal nicht. Was hätte ich denn für Türen? Geht ja nur. Also Stein, die einen gehen nicht wegen dem Holzrahmen. Steinrahmen. Entweder die geschnitzte oder die normale. Geschnitzt ausprobieren. Weiß ich nicht. Und darum? Ich finde, die geht jetzt halt auch wegen dem Jasperholz. Also die würde optisch schon gehen. Wenn es diese ganz, ganz einfache ist, aber weil erst so richtig schick und dann halt so, ja, naja, da war wohl kein Geld mehr übrig. Aber, naja, doch, ich glaube, ich lasse die.
Das passt besser zu dem Versteck. Also Verstecken nicht. Zu dem Arbeitsbereich dahinter. Jo. Und dann kann ich jetzt nämlich hier den Kamin hinzimmern. Ist das eigentlich mittig? Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Eine Treppe. Oh Gott, eine Treppe. Und die anderen Fenster muss ich auch noch machen. Eine Treppe nach oben. Obwohl ich eventuell nur eine Leiter nehmen werde, ne? Ja. Aber hier doch. Das passt. Habe ich hier eine Mitte für den Kamin? Hier. Was bekommt sie für einen? Das Ziegelstein-Ding passt hier halt nicht rein. Ein bisschen größer. Mal schauen. Ich schaue direkt nach. Dann kann ich das auch dem Stein gleich anpassen. Von außen muss ich ja auch noch die Steine machen und diese Elemente, die ich da mal gerne machen möchte. Öfen. Aus Öfen wollte ich. Öfen. Oh. Kamin. Das wollte ich. Sorry, ich kurzer Blackout. So viel gelabert. Ich wollte schauen, was ich alles machen kann. Den Backstein passt halt farblich da, finde ich, nicht rein zu den Holz, zu dem Geschnitzer. Aber das andere sollte eigentlich gehen. Hier, nicht Feuerstelle. Ach so, das ist beim Schreiner, ne? Es tut mir so leid, ich kann seinen Namen nicht. Die Tischsäge. Nee, ich lasse ihn beim Juhu-Menschen. Das reicht mir schon, das passt. Hier. Roter Backstein. Der ist halt schön groß. Der würde da eigentlich reinpassen. Vielleicht schaue ich ihn mir doch einmal an. Weil den da will ich nicht nochmal. Den nehme ich die ganze Zeit. Ich gucke mir einmal an. Ich glaube. Ich weiß nicht, wie sehr sich das jetzt auch farblich beißt mit dem mit der einen Wand und so. Stressig ist gar kein Ausdruck. Ja, das Problem kenne ich auch manchmal. Ich weiß, ja. Ein paar Deadlines? Ein paar Menschen noch krank, die bei dir mit im Team wären? Das ist doch immer das Beste. So startet die Woche doch richtig gut. Da freut man sich einfach. Ach doch, das würde eigentlich gehen, ne? Also ich mache das gleich noch ordentlich. Aber es würde. Doch. Passt zu dem auch mit den Bronze-Elementen? Passt zum Geschnitzten. Ja. Ich muss erstmal die Blöckchen hier wegmachen. Dann stört es mich. Und dann gucke ich, wie ich gleich außen rum baue. Den Ziegelsteinblock musste ich aber holen. Den habe ich, glaube ich, nicht eingepackt, weil ich den gar nicht benutze. Den normalen benutze ich gar nicht. Ich habe es bisher immer nur als Dach verwendet. Ups. Ich muss ja auch noch was an der Seite wegnehmen, sonst jetzt ist das auch wieder nicht. Das ist nicht mit. Ach, egal, ob es mittig ist oder nicht. Naja. Immer dieses Problem mit dem Einkaufen. Sieht sogar von oben eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also ich baue das trotzdem ein. Damit wir keine Rauchvergiftung bekommen. Ich weiß auch nicht genau, wie weit ich das jetzt hier außen rum mache mit dem Ziegelsteingedöns. Die Ziegelsteine noch holen und die anschauen. Wenn ich die Ziegelsteine nicht nehme, nehme ich den Burgblock. Ich glaube, den habe ich vorhin mit verwendet. Ich weiß nicht mal, ob ich. Ach doch, habe ich. Gebrannter Ziegelblock. Das sind aber die 100 Stück, die es gab, als man das eingesammelt hat. Ich habe den links. Schwerkraft. Ich schwebe nach oben. So. Ich weiß gar nicht, habe nur ich den diesen Fehler ab und zu? Seit dem Update.
dass ich es schaffe, so zu springen, dass man ab und zu die Leiter nicht greifen kann. Gucken wir mal. Ich schau einmal, ich muss einmal gucken, ob das kurz passt mit diesem Steinblöckchen. Ich weiß es nicht. Mit dem Ziegelstein-Gedöns. Der passt halt nicht zu dem. Wie viele verschiedene Blöcke willst du in einem Haus verwenden? Ja. Da geht noch mehr. Also ich finde, es würde schon gehen, aber es ist gerade irgendwie alles, das würde man sagen, da ist zu viel los. Das ist einfach zu viel los. Kann es nicht so gut, ne? Das ist einfach zu durcheinander. Und auch kein geordnetes Chaos. Ich finde, es gibt geordnetes Chaos. Ich glaube, ich lasse den einzeln stehen. Den Kamin. Der hat ja hier, ne? Der ist ja quasi so. Das passt schon. Den baue ich nicht ein, glaube ich. Das sah auch eigentlich recht hübsch aus. Mit dem Holz vorhin. Beziehungsweise, ich schau mal, wie das mit dem anderen Block aussieht, den ich auch noch für die Ränder benutze. Welcher war denn das? Was ist denn der? Das war doch der Burg. Hallo? Da. Sonst auch hier vorne schaue ich mal kurz. Das würde halt gehen. Ich glaube, das könnte klappen. Das klappt auf jeden Fall ein bisschen besser. Optisch betrachtet gerade. Naja, je nachdem. Warte darauf, dass es hier anfängt, irgendwann. Ach nee, Wasser gibt es ja nicht. Wenn es nämlich hier regnen könnte, dann würde es regnen. In jedem Game, wo man bauen kann, immer dann, wenn man bauen möchte, fängt es ja an zu regnen. Und dann sieht man einfach weniger. Das ist Gesetz. Es muss so. Genau, das will ich aber nicht machen, weil dann sehe ich ja mein Dingelchen hier nicht mehr so. Den Ofen, wie ich den gerne hätte. Nur jetzt, dass es dunkel wird. Kann ja nicht sein. Ist das dann nicht? Hallo? Bauen? Jetzt. Gottchen, schwere Geburt. Das müsste dann hier noch runter. Ich schau gleich mal, wie das aussieht. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber vielleicht. Nee, nee, nee. Ich sehe das hier im Dunkeln schon, dass es komisch aussieht. Wenn ich das ein Ding weiter ummache? Das aus, wenn ich das jetzt hier. Dann kann es aber nicht mehr abziehen. Was ist, wenn da doch irgendwann so ein Qualm-Feature eingebaut wird? Sieht's nicht mehr. Auch da oben wird. Na, supi. Ich sehe schon, da oben ist ein Loch in der Wand. Ich sehe mich gleich alles abreißen und dann doch den Kamin einzeln stehen lassen.
Ja, weil da glitscht es durch, wenn ich es eine Tat, also wenn ich es mal ein bisschen höher mache. Das sieht auch blöde aus. Müsste das quasi hier hinbauen. Nee, gar nicht. Hier auf die Höhe muss ich das machen. Aber dann hat man ja trotzdem so ein Stückchen Luft frei. Hier schon wieder ein Träumchen. Ich würde den ganz gern eigentlich benutzen. Warte mal, was ist, wenn ich den einfach mal ein Stück vorhole? Ganz, also erstmal die leichteste Lösung. Das ganze Ding nach vorne. Obwohl, nee, das verlagert eigentlich nur mein Problem gerade. Nee. Das löst es eigentlich nicht unbedingt. Weißt du, die Höhe bleibt ja gleich. Also ich hätte ganz gerne eigentlich, dass man oben diese obere Kante dann noch sieht. Ich hätte gerne jetzt so einen halben Block. Nach Möglichkeit. Ich müsste es halt so machen, aber dann hat man das Loch da noch drin. Könnte aber klappen. So. Das wäre jetzt quasi die Idee. Ich brauche ja aber trotzdem, selbst wenn ich den Kamin so reinbaue. Ohne jetzt zu, also mit dem Holz. Ohne zusätzlichen Steinaufwand. Blöckchenaufwand hier. Dann habe ich trotzdem ja das Problem, dass er ja oben offen ist, der Kamin. Also ich müsste ja trotzdem. Und ich kann ja jetzt nicht mit Lehm arbeiten. Um das so zu machen. Ich bräuchte ja da trotzdem irgendetwas. Um wenigstens oberhalb das fertig zu machen. Wenn ich das gleich wieder unten abreißen würde. Eventuell. Ich weiß nicht. Ich finde es immer sehr schwer. Aber ich wollte jetzt wirklich nicht schon wieder dieses weiße Ding da reinpacken oder die normale Feuerstelle. Nochmal einen anderen Feuerstelle benutzen. Ich mache hier mal ein Stückchen enger. Das jetzt anders, wenn ich hier jetzt einfach mal ja doch, wäre so okay. Ist jetzt nicht der optimale Stein. So gar nicht. Aber ich habe keinen anderen dunklen, oder? Damit. Ne, der ist hell. Das ist Holz. Stadtmauer ist auch ja, ein Ticken dunkler. Das ist der gewesen. Burgmauer habe ich gerade benutzt. Schick ist ganz hell. Boah, ich kann jetzt auch noch heller. Normal. Sieht man ja keinen Unterschied. Ich habe ja nur den dunklen. Da gefällt mir halt jetzt nicht mit dem Moos, ne? Das ist das Problem.
glaube, es kommt auch kein dunklerer mehr. Ich kann auch mir überlegen, was, wenn man halt diese Mauersachen nimmt, dann hat man halt die Arschkarte. Ja, den könnte ich auch gar nicht nehmen, weil unten ist das Zeug dran. Und der ist halt so arschhell. Das passt ja dann auch nicht mehr zu dem, zu den Ziegelsteinen. Und das Ziegelding hat jetzt optisch, nee, das soll halt nochmal einen anderen Farbton mit reingebracht, weil das ja nicht die Farbe ist. Ich bleib bei dem, auch wenn es mit dem Moos und so komisch aussieht. Vielleicht kann ich später irgendwann austauschen. Ich bleib erstmal dabei. Doch, ich weiß, was ich habe. Stopp. Wir haben einen, der ist dunkel. Den habe ich dir die ganze Zeit nicht benutzt. Ich könnte mal kurz, anwenden, obwohl ich den gar nicht anwenden wollte. Und zwar, das ist hier Hallen der erloschenen Block. Ich hatte doch mehr davon. Da fehlt doch noch einer. Ich hatte doch diesen roten Marmorblock noch. Irgendwo. Aufgeräumt ist immer, ne? Ich glaube, das Rote passt nicht ganz. Aber eventuell sieht das in dem Moment einfach besser aus. Ich habe voll vergessen, dass wir ja diese Blöcke bekommen hatten. Im Dungeon. Damit wollte ich ja eigentlich was anderes. Also nicht diese normalen Hütchen bauen. Sondern ein bisschen was anderes. Auch gerade am Bauen. Na dann. Ich baue eigentlich recht viel und bin immer noch in meiner Jägerhütte, ne? Ist das nicht? Ja, okay. Eben. Ich weiß, warum ich so lange brauche. Schlimm. Wegen solchen Geschichten, dass ich jedes Mal mich nicht so entscheiden kann wegen den Blöcken. Aber wir gucken mal. Ich habe voll vergessen, dass wir die hatten. Da ist aber noch so ein roter Touch drin hier. Ganz dezenter roter Touch. Der fällt gut wie gar nicht auf. Easy. Wenn das jetzt der ist, der so rot-grau mir angezeigt wird. Wahrscheinlich ist die Säule halt rot und der Rest wird dunkel, ne? Okay. Überprüfen von der Seite. Ich würde mal sagen, nein. Eher nicht. Der ist es einfach nicht. Wie rot ist denn dann der rote Marmorblock? Okay, der macht eine schwarze Säule. Okay, das braucht man auch zum Laden. Aber das Rot ist zu auffällig. Aber es ist eine schöne Säule. Kann man sich mal merken. Aber es wäre etwas zu auffällig. Also der ist es auch nicht, ne? Ich bleib beim Stadtmauerblock. Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich... Ja, da sieht eigentlich sehr... Halle der erloschenen Block. Sieht optisch so... Dachte ich, der wäre jetzt generell dunkel und hat nur ein paar rote Akzente. Ja, der ist es aber nicht. Dann bleibt mir erstmal nur der Stadt... Nee, Burgmauerblock. Mal. Und zwar wegen der Farbe. Also ich will den wegen der Helligkeit ja haben. Und weil Stein ist. Könnte ich hier eigentlich noch weiter rein? Nee, ich könnte aber noch eins nach hinten eigentlich schon gehen, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Mal. Tut mir wirklich leid, ich denke gerade die ganze Zeit, ich bin in Anno drin. Warte nur darauf, dass es heißt irgendwas. Eine Explosion erschüttert ihre Stadt. Irgendwie sowas kommt, darauf warte ich gerade. Da kriege ich auch wieder Bock an, nur zu spielen. Oh, nee. Irgendwann ist zu viel. Ich nehme jetzt den. Ich kann ihn austauschen, sobald irgendwas anderes kommt, aber
Mir stört auch nur das Muster dran, ne, gerade. Was ich ja für außen okay finde, was ich noch ersetzen muss. Ne, ich habe ja hier die Außenpfosten. Ich finde es auch krass, diese Bretter biegen sich ja dann richtig. So, so Steinblöcken hin. Muss ich ja. Von daher passt das schon. Aber hier drinnen sieht es halt mit dem Moos so ein bisschen. Naja, aus. Naja. Ich nenne es jetzt, naja. Was ist der Palmgedönsblock? Ich finde es auch geil, wie ich hier Blöcke kombiniere aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ist auch komisch wieder. Das wird. Also, ich finde, das geht. Es ist nicht mehr gewöhnungsbedürftiger als diese Wand. Weil ich halt, na, vom Gedanken her ist klar, was ich gerne hätte. Deshalb würde ich es dann vielleicht austauschen, falls auch andere Blöcke dementsprechend kommen. Aber, ja. Es gibt schlimmere Dinge. Es ist einfach, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ja. Hier müssten jetzt übrigens noch Fenster rein. Mach ich doch mal. Ich würde wahrscheinlich die kleinen reinpacken. Obwohl, die waren gleich teuer. Also, nee. Ich mach diese 3x3 Fenster rein. Alle gleich viel Geld. Dann probiere ich mal etwas zu sparen. Genauso wie dieser eine Vogel, ne? Der hat mich schon den Kopf weg manchmal. Egal. Ja, ist mittig. Und hier, weiß ich nicht. Vielleicht baue ich da auch gar keine Fenster rein, weil es eh nur Felswand. Ach nee, würde ich nicht machen. Dann können da die großen Geräte stehen. Meine Krankheit ist ausgebrochen. Ja. Das auch noch. Und dann hast du genau dort in der Nähe kein Krankenhaus. Oder das ist auf einer anderen Insel, weil auf der Insel, wo die Krankheit ausgebrochen ist, nur weil du in der Stufe bist, gibt es aber nur Bauern und Arbeiter. Und dann darfst du erstmal anfangen, die Sachen darüber zu schiffen und dann noch das Krankenhaus zu bauen. Das passt dann immer richtig gut. Ich glaube, so. Es ist halt, es ist gewöhnungsbedürftig gerade. Aber es hat was. Wenn ich die Blöcke so bekomme, wie ich sie gerne irgendwann hätte, ich denke schon, dass es dann mal andere Blöcke geben wird. Man kann mir doch nicht jedes Mal so richtig helles Holz geben. So dunkles, außer das Miasma, wäre dann auch noch schön. Wird mal ihre Sachen mitnehmen, beziehungsweise die Sachen, weil ich keinen Platz mehr habe, die ich gar nicht brauche. Also die Blöcke, die definitiv ausgeschieden sind, wieder wegpacken. Nee, das brauche ich ja dann echt nicht. Es könnte sein, dass ich das brauche. Ja, Burgmauer auf gar keinen Fall. Schicker Steinblock könnte ich noch gebrauchen. Das weiß ich noch nicht. Aber, Krokauen. Palmholz brauche ich auch. Müsste ich vielleicht hier noch was herstellen. Veredelt kann auch noch sein, dass ich den brauche. Aber hier gebrannter Ziegel, das hat nicht gepasst. Fenster hole ich gleich. Diese Tür passt auch nicht. Falsch. Das kommt woanders hin. Stadtmauer kann weg. Das kann auch weg. Der ist so schön, ne? Ah. Miasma brauche ich auch. Miasma, wichtigster Block überhaupt. Für mich irgendwie. Irgendwie mache ich alles damit. Es kommt drauf an, wie man an diese Leiter springt, wenn man die hochglitschen möchte. Ob ich die Zwischentür mal rund probieren? Du mal, also die Zwischentür rund probieren, die da oben, also diese Durchgangstür, die habe ich glaube ich sogar, oder? Habe ich die nicht einmal gemacht, um mir die anzuschauen? Scheinbar nicht. Hätte ich gesehen, du als Türrahmen quasi. Dann ist es aber nicht mehr abgetrennt, wenn ich das benutze.
Weil ich wollte den Bereich ein bisschen doller abgetrennt haben. Ich habe schon oben so ein bisschen Hobbit-Style das gemacht. Ich finde es auch so schade, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich hätte gleich hier so ein Hobbit-Häuschen hingepackt. Auch so richtig, richtig schön. Ja. Das hätte ich aber wahrscheinlich so für die Kräuterhütte gemacht. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen machen für Balthasar, weil das soll so waldmagisch werden. Nur so baumhausmäßig auch. Und unten würde ich da vielleicht so ein Hobbit-Style-Gedöns machen. Ich kann das oben mal ausprobieren, ob das dazu passt. Also man kann dann halt die Tür nicht zu der, ja, zur Werkstatt quasi zumachen. Das ist das. Die hier. So, ich nehme die mal mit, dann können wir gucken. Ich wollte aber die Fenster noch haben. Und zwar zwei, bräuchte ich. Schau mal, wie es aussieht. Es ist ein bisschen... Oh, und die Sachen vielleicht noch mitnehmen. Von der Jägerin. Irgend ein bisschen zu viel vielleicht. Ja. Das hier macht nämlich richtig viel Dreck. Ist gut, wenn ich dann irgendwann anfange, die Sachen hier zu entleeren. Das Ding gehört hier auch. Was ist denn hier drinne? Jetzt ist mein Rucksack voll. Schön. Gehe ich erstmal nach oben. Ich hoffe, die kriegt nicht noch mehr Krimskrams. Ich bin halt für Balthasar möchte ich nicht. Es wird nachher eine Art Turm, aber ich will so ein. Es wird ein Fake-Turm, weil eigentlich soll es ein Baumhaus werden. So ein bisschen. Da bin ich mir halt einfach noch nicht ganz so sicher. Warte, ich muss hier so ein paar Gerätschaften abstellen. Das ist echt eine schwierige Angelegenheit. Wenn man da so viel vorhat. Manchmal dann auch einfach. Oh, so. Kann ich nicht eigentlich schon einen größeren Rucksack bauen? Ich glaube schon, ne? Eventuell würde ich gleich mal schauen. Oder auch nicht und laufe die ganze Zeit mit dem kleinen Gedönszeug rum. Muss man drehen. Weil diese Gerbereistation macht halt einfach so viel Dreck. Jetzt habe ich erst überlegt, habe halt hier, ne, deshalb ist auch abgetrennt und kein offener Raum. Weil wenn die an ist, dann qualmt die ja richtig. Knapp verschätzt. Ja, um einen Block. Muss er den Rest eigentlich noch raushauen? Geh doch da unten rein. So. Ja. Ich muss halt noch meine Tür reinmachen, aber wenn man den Qualm nicht sieht oder wenn sie es nicht mehr benutzt, ich könnte das natürlich auch nach draußen stellen. Würde schon gehen. Das Komfort zählt. Ach so, ich bin hier so weit weg, dass der Komfort natürlich von unten nicht zählt. Naja, egal. Dieses qualmende Ding als Fenster, ich würde es wahrscheinlich hier nach draußen stellen. Hier ist ja so ein bisschen Platz. Ich hätte überlegt gehabt, aber ich kann das leider noch nicht so dekorieren, wie ich es gerne wollen würde. Wie bei den Schmied- und Schreinerhaus unten. Vielleicht nicht direkt auf in einer Linie, oder? Also es würde gehen mit den Gelben, wenn ich die Großgeräte da drüben habe. Es würde funzen. Das mal kurz zu Ende. So. Bin mir noch nicht... Warte, ich muss die Tür zumachen.
Oder auch nicht. Ich stelle mich halt an die Tür, um die Tür zuzumachen, ne? Sieht immer noch so aus, als würde ich in so einen Hobbit-Tresor reingehen wollen. Ja, könnte man auch machen. Wenn ich die Gerbereistation nach draußen packe, das stört mich, wenn hier so komische Sachen drin sind. Die qualmen. Ich weiß es ja, dass es qualmt. Das würde ich jetzt ganz gern nicht 90 Grad hinstellen. Fenster. Ja, ich packe die nach draußen. Wieder hinters Haus. Dass ich jetzt hier irgendwie noch so einen kleinen Hinterausgang vielleicht mache. Ja, ich packe jetzt, glaube ich, hier eine Hintertür rein. Also so eine Terrassentür oder so. Ja, ich mache eine Terrassentür. Von der Seite und dann hier so einen Außenbereich. Dann sieht das auch von unten vielleicht nicht mehr ganz so komisch aus. Habe ich gesagt, ich würde mich unwohl fühlen? Wenn das da drin steht? Ich weiß nicht. Also ich fühle es nicht, wenn das da drin steht. Frag's nicht. Aber hier habe ich ja eh... Ich habe dieses Terraforming hat 10 Jahre gedauert. Der Platz wird genutzt. Muss ich nämlich mir nämlich dafür noch was überlegen, weil das echt dezent blöd aussieht. Klingt der Dagobert-Sache. Oh. Ich habe ein paar NPCs, wenn die Dagobert heißen, hauen die irgendwie immer ab. Ich verlange vielleicht manchmal einfach zu viel Steuern. Aber ich glaube hier, ich mache hier so einen kleinen Außenbereich hier. Mit den Blumenkästen. Dann kann ich die mal hier verwenden, wenn es die schon gibt. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn ich hier eine Tür direkt reinpacke. Das könnte klappen. Wie breit sind denn die Türen? Ich glaube 4, ne? Aber die eine war ein bisschen anders. Jetzt hätte ich gern die da. Ja, natürlich 4. Warum auch nicht? Ach ja. Erst wegmachen. Manchmal kann man die Blöcke auch trotzdem rausbauen und manchmal muss man erst die Blöcke rausbauen und dann das Zeug reinsetzen. Aber das ist Item für Item unterschiedlich. Machen wir draußen das Blumsklo hin. So sieht's aus. Draußen haben wir das Blumsklo hin, dann passt es auf jeden Fall. Weil so muss das. Ah, das passt doch da mit der Ecke, auch wenn die Tür so aufgeht. Geht es hier raus. Dann ist auch nicht so schlimm, wenn hier der Efeu rein lutschelt. Außenbereich. Gott, es wird jetzt ein kleines Experiment hier wieder. Nicht die Vierer. Ich glaube, das ist etwas... So ist es eigentlich an unterschiedlichen Stellen. Das brauche ich. Shitty. Da gerne ran direkt. Ich glaube, ich muss ich da was jetzt. Ach nee, okay, passt. Ich dachte gerade, ich muss da noch was wegnehmen. Kann ich ja vielleicht auch so eine kleine Terrasse mit ein paar Erdbeeren. Das, wo man die Blumenkästen hat. Oh, ich habe mich so abgerackert für meine Balkonidee mit den Erdbeeren. Jetzt gibt es einfach Blumenkästen. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja, gut. Also ich weiß, habe ich doch auch Ewigkeiten mal gebraucht. War toll. Es könnte natürlich sein, dass ich gleich, obwohl es klappt, echt viel wieder wegnehmen muss.
Ich mache einfach noch so einen Grillplatz draußen hin. Gehe ich jetzt hier weiter, dass man so einen Balkon hat, oder? Ich muss halt mir noch was für die Ecke da überlegen. Das sieht von unten echt nicht gut aus. So gar nicht. So weit bin ich da noch nicht. Ich würde da gar nicht noch mal drüber gehen. Vielleicht. So. Es gibt aber auch kein... Oh. Nee, das eine Geländer will ich nicht nehmen. Und es gibt kein hübsches Hausgeländer. Oder war da auch eins drin, wo ich das mal wieder nicht gesehen habe? Muss eh schlafen gehen und ich schaue da mal nach einem Geländer unten. Und ich glaube, ich muss dieses hässliche Holzgeländer gleich nehmen. Immer. Ich will es nicht selbst bauen. Das sieht auch komisch aus. Ja, ich muss mal schauen. Ich glaube, es... Ich habe das nie nachgeguckt, ob es jetzt auch neue... Das heißt hier anders. Nicht Geländer. Zäune heißt es hier, genau. Nee, nur Stein. Stein... Obwohl... Ich nehme mir mal einen mit. Das könnte ja jetzt okay aussehen, weil ich ja da oben bin. Ansonsten hier nur die Kupfer- oder Bronze-Sachen. Eisen. Und halt hier die normalen. Diese richtig hässlichen Dinge, die da. Dann würde ich aber lieber runterfallen. Das habe ich da drüben schon bei dem einen Balkon. Also die Terrasse, die hier hinten raus ist. Bei dem einen Balkon, da habe ich das schon ordentlich gemacht. Aber jetzt hier so mit so einem Metall, ich sag jetzt auch Metallzaun, das sieht, nee, nee, das kommt nicht. Aber es könnte sein, dass jetzt der Stein besser aussieht. Wo ist es denn? Ach, da. Oder auch nicht, weil das natürlich jetzt heller ist. Aber hier hätte ich mit Stein weniger ein Problem, als wenn es ein Balkon wäre. Oder da bei meiner Kräuterhütte hinten die eine Terrasse, die da rausguckt. Weil das ja Holz ist. Aber ich. Also hier wäre wenigstens Stein okay, aber irgendwie. Farblich bin ich mir da nicht so sicher. Hab ich doch recht viel. Er sieht auf jeden Fall besser aus als dieses komische Holzteil. Das kann ich euch sagen. Ich mache einfach mal ein paar und schaue, wie es insgesamt aussieht. Weil sonst bleibt mir nur die eine Variante hier übrig. Dum, dum, dum. Diese hier. Und die ertrage ich nicht nochmal. Das siehst du ja dann von unten. Gar keinen Fall. Weil ich... Und hier war als Stein war es ein bisschen nie. Weil das ist ja ein Balkon, der nach da unten rausragt. Und das eine ist eine Terrasse. Das heißt, da wäre es ja okay. Ich mache einfach mal noch ein paar Steinsachen. Und ich muss mir für den Zipfel da noch was überlegen. Muss ich mich da hinbauen und das irgendwie mit Stein irgendwas da machen, dass es besser aussieht. Oder so eine Stütze bauen. Irgendwie so in die Richtung. Dass der Zaun direkt unterm Fenster anfängt, weil es jetzt eigentlich eine Terrasse ist und kein Balkon. Ja, muss so. Ich hab gerade an meinen Balkon gedacht, wie sonst auch. Man könnte natürlich auch den einen Bereich komplett absperren, also wo man runterfallen könnte. Also auch außerhalb der Terrasse. Dann würde ich ja die Terrasse anders formen. Und dann auf den normalen Steinboden mehr, also wahrscheinlich die Blumenwiese hinpacken. Mit Erde, ganz normal. Damit das irgendwie besser packt. Und dann quasi eher hier einmal außen lang gehen. Da muss ich ja die Terrasse ändern. Ich habe an Terrasse gerade gedacht, aber ich glaube, wenn ich hier einen großen Terrassenplatz mache, ist es besser, als hier auch nochmal reinzugehen. Dann wäre hier so ein bisschen Farmboden ein bisschen hübscher.
glaube, das mache ich, wenn ich dann hier Erde noch hinpacke. Ich hab das nochmal. Die sehen hübscher, glaube ich, aus. Oder ich muss mir jetzt eh was überlegen, weil... Wieso heißt es da jetzt... Wieso reiße ich das mit? Aber ich hatte das auch vorher einzeln einmal gebaut gehabt. Ach ja. Ich muss das mal kurz hier wieder hinpacken. Und hier muss ich ja, also ich fülle es ja dann auf, aber das könnte vielleicht. Und da dann irgendwie so rein und hier kommt Wiese hin. Jetzt muss ich da eh Wiese hinpacken. Das könnte gehen. Die Blumenwiese muss ich dann holen. Ich habe doch gar keine Blumenwiese mehr. Die habe ich mir doch immer organisiert. Ich das hier wahrscheinlich. Ich lieber so größer bauen. Das ist okay. Und hier würde ich wahrscheinlich ein bisschen reinbauen. Okay, ich muss in einen Soundtrack wirklich das... Also, die einen Sachen erinnern mich immer nur kurz an Subnautica, Harry Potter oder das Minental. Aber das hier ist wirklich schon sehr, sehr anno hier. Das ist das eine. Muss ich ja mal sagen. Nicht, wie weit ich da genau gehe. Und hier wahrscheinlich noch eine Einbuchtung machen. Das war so anstrengend, das hier damals zu verteilen. Damals. Letztes Mal. Bin einfach schon ein bisschen weiter. Also ich denke, es war damals. Wenn er darüber ragt, habe ich damit ja kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn Stein ist. Dann hat er mit der Erde noch ein bisschen arbeiten. So. Und das würde ich ganz gerne bis zu dem Rand hinbekommen. Eins zurück. Mal schauen. Ja, wieder ein bisschen Fummelarbeit. Ah, ich liebe das doch, sowas hier. Das jetzt eins zurücknehmen. Obwohl das hier eigentlich schon hier sieht besser aus, wenn ich es da schon hinpacke. Hm, die eine Kante auch nicht mehr. Da, die. So, jetzt ist jetzt, wäre die Terrasse auch groß genug, dass da Geräte stehen können. Und Balkon halt, was da so hinkommt. Pflanzen, ein Grill, ein Webergrill oder so, keine Ahnung. Was man halt so braucht. Stühle, Tische. Wie platziert ihr eure Sachen so schräg, wie es geht?
Ja, nein. Ich glaube, das könnte ich aber irgendwie so ein bisschen hinbekommen, dass es nicht ganz beknackt aussieht. Wenigstens so ein bisschen. Ah ja. Nicht schön, aber selten. Nee, gerade eben war das noch ein bisschen besser als sogar jetzt, ne? Ich hätte schon mal gesagt, dass ich diese Geländersachen ganz doll liebe. Es ist ja hier noch schwieriger als mit den Kupfersachen. Das muss so, das ist Kunst. Nee, wartet mal, das ist doch eine voll blöde Idee, das so zu machen. Ich wollte das jetzt gleich eigentlich so am Rand machen, aber dadurch, dass sie nicht frei drehbar sind, ist das total bescheuert. Das ist richtig bescheuert. Ich kann die ja nicht frei drehen. Cool, ich war in einem anderen Game, wo man die Sachen frei drehen kann. Oh nee. Also, ich wollte es nämlich dann, aber dafür musst du halt, also, erstmal gehen die Dinger nur 90 Grad, aber selbst das andere würde mir nichts bringen. Ich muss ganz frei drehen können. Ich war ganz kurz in einem anderen Game drinne. Weil deshalb habe ich überlegt, dass aus dem Stein quasi eine Steingeländer bis nach da hinten, sodass man nicht runterfallen könnte. Aber das kriege ich nicht so hin. Das sieht dann einfach richtig beknackt aus, weil ich müsste das ja quasi immer so bauen, so versetzt. Oh, hürdenlaufartig, keine Ahnung. Och nö. Wer hat sich denn ausgedacht, dass man Sachen nicht frei drehen kann? Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Dann gibt es das ultimative Steingeländer. Also, das wahre Steingeländer. Habe ich so viel von diesen einen Dingern hergestellt, ne? Dabei bräuchte ich die jetzt gar nicht. Super. Finde ich. Passt. Muss ich dann irgendwann mal was bauen, wofür ich dieses Zeug brauche? Ich nehme mal noch ein paar Steine mit. Steine mit. Kein Holz. Hab ich meine. Hier ist Salz. Sollte reichen. In der Theorie. Mach das mal mit den Steinen. Hat damals auch gut geklappt. Sehr, sehr, sehr lange her. Ich mach das einfach wieder so. Es ist dann halt alles richtig aus dem Felsen gehauen. Das muss so sein. Krieg ich schon irgendwie hin. Und ich dachte, ich brauche fürs Dach lang. Nö. Einfach mal wieder hier ein bisschen anders spielen. Welche Höhe ist denn das? Sollte okay sein. Man kann da drüber laufen, ne? Das war ja vorher auch schon so. Bei dem anderen, wo ich das schon gemacht habe, aber. Leid, das sieht immer noch besser aus, als wenn ich jetzt das andere mache. Aber vielleicht würde ich das ein bisschen. Eben der Stein. anpassen, wie sich hier der Felsen verhält. Eine Kante gefällt mir jetzt allerdings nicht. Ich kriege es auch ein bisschen. Ja, ungefähr so abgerundet hin. Passt schon.
Das ist Absicht, dass ein Loch in der Treppe ist, ja. Das sind sogar, als ich habe zweimal kein Plateau, jedes Mal bei dem Zwischenabsatz. Und da bin ich noch kein einziges Mal runtergefallen. Das muss so. Das ist der Test. Ob man aufhören sollte heute oder nicht. Ich mach das mal so. Das ist die etwas andere Kunst. Und dann, ja. Sieht dann ein bisschen besser aus. Es sieht komisch aus, ich finde aber, dass es besser aussieht als die anderen Möglichkeiten, die ich gerade noch habe. Außerdem ist hier ein Felsen. Das ist dann halt quasi direkt rausgearbeitet. Am Ende hier drauf balancieren und gucken, ob man runterfällt oder nicht. Und nachdem man den Test von der Treppe gemacht hat, ob man da runterfällt, muss man danach hier auf dem Geländer einmal balancieren. Das bis da hinten hin. Und ich muss ja eigentlich den Boden hier ja noch. Kriege ich das denn auch gerade noch hin? Ohne runterzufallen? Ja. Hat geklappt. Ich muss mir da mal kurz ein kleines Plateau hinbauen. Obwohl, es wird von hier sogar ein bisschen funktionieren. Ich muss ja nur den Felsen etwas erweitern. Ja, auf der anderen Seite. Dann gucke ich von unten an, sieht es richtig furchtbar aus, ich sag's euch. Ich stürze nicht nochmal runter. Ich fall bestimmt nachher nochmal runter oder gehe runter, dann gucke ich, wie es aussieht. Aber hier bei dem... Ich überlege gerade, nee, das Geländer mache ich bis so hier hin. Das passt. Hier. Oben rauf. Und dann kommt hier so eine Art Beet hin. Dann hat nämlich die... Ich wollte gerade sagen, Kräuterhex. Oh Gott, die Jägerin auch etwas. Das ist ja etwas viel Stein. Ein bisschen blöd. Ich habe echt komische Ideen. Bitte damit aufhören. Das muss so. Einfach anders bauen als andere. Sonst blöd. Ich fand das damals aber schon ganz cool, dass man so eigentlich sein Geländer bauen kann. Ich habe diese Hütte übrigens ja noch immer. Ich habe das nicht abgebaut. Was mich nur stört, ist, ich kann ja trotzdem runterfallen. Das ist das einzige Manko.
dass es nicht fehlsicher ist mit dem Unterstürzen. Aber no risk, no fun. So, und jetzt mache ich überall so kleine Füßchen rein. Aber ungleichmäßig. Nicht. Das sieht ziemlich nice aus. Ich fand das damals schon ganz cool. Ich habe das schon mal gemacht, aber viel kleiner. Bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt wegen, weil es so groß ist. Aber hier gefällt es mir sogar mehr als bei meinem anderen Gebäude, wo ich das habe. So, mein anderer Standort. Dann sammelt sich hier auch so Wasser teilweise, aber es ist ganz cool. Und es passt halt, weil wir haben ja eigentlich sogar die Fläche umgebaut, die es hier gibt. Das war ja auch ein bisschen anders. Und hier ist quasi, hat man dann keinen Bock mehr gehabt. Da will ich dann aber auch so Kräuter oder so raufpacken. Das könnte auch ganz hübsch sein. Dass das genutzt wird, die Fläche. Ja, und hier kommt dann Tisch und Stühle und sowas hin. Und der Arbeitsbereich irgendwie nach da hinten, was ich noch rausstellen wollte. Seht ihr? Ich habe sogar Erdbeersetzlinge. Ich denke nicht. Nein, die sind noch von irgendwann übrig. Also, sonst vergesse ich ja so viel. So muss das Ganze. Hier schön direkt vors Fenster. Perfekt. Da, das Muffelding. Das gefällt mir nicht. Das ist da so rangeklatscht. Das muss anders. Ich würde die ganz gerne so ein bisschen diagonal hinstellen. Das geht ja nicht. Mag das. Zum Beispiel das hier wäre ganz cool, wenn man das so ein bisschen halt so schräg in die Ecke reingestellt hätte. Das hätte ich viel hübscher gefunden. So, der Außenbereich steht. Da kommt Erde rein. Ich bin noch mal nicht oben angekommen. Ich nicht das Dach machen. Wieder dazu. Guck mal, die jetzt die restlichen Sachen, die hat auch noch mehr als die. Fehlt doch was. Ja, hier. Und das Ding? Was ist denn da drin? Lein. So. Das Rest ist andere Sachen. Das eine muffelt auch. Also dieses Trockengestell muss auch nach draußen. Ja, das geht jetzt eigentlich. Also, was ein bisschen schade ist, man sieht, dass der Stein eine andere Farbe hat. Das finde ich ein bisschen schade, dass sich das jetzt nicht mit anpasst. Obwohl wir hier in dem Biom sind, dass es so aussieht. Das ist einzig, aber ansonsten, ich mag das, dass es so ein bisschen wurzelig von hier unten aussieht. Als hätte man da so eine Wurzel oder so verwendet. Das mag ich. Also die Treppe kommt weg, ne? Dieser Bereich zum Reingehen sieht dann später ganz anders aus. Genau, aber ich mag das. Das sieht wurzelig aus. Bin Fan davon. Oh, das wäre geil, wenn man mit Holz so eine Wurzel machen könnte. Also wenn es noch zusätzlich Holz geben würde als Terrain und dann könnte man Wurzel nach seinen Belieben so dekorieren. Weil es gibt ja auch so eine gigantischen, hier, ne? Da dieser eine Baum, der ja so richtig groß ist, wo Balthasars Waldhäuschen ja reinkommt. Baumhaus meine ich. Wenn man dann das so bauen könnte, das wäre richtig cool. Das würde ich ja noch feiern. Aber ich mag das. Ich mag auch diese. Es gibt ja diese Wurzeln. Großen. Ich höre mich so an, als würde ich dekorieren. Nein, in meiner Wohnung ist nichts dekoriert. Aber das kann man richtig cool benutzen, um generell so Deko und sowas zu machen. Ich bin vielleicht ein bisschen geprägt von meiner Oma und sowas, wo man ganz viel mit Kunst und Deko und so war. Und wir müssen das schön ausstellen, weil wenn man auf den Markt geht und Sachen verkauft, so selbstgemachte Sachen und sowas, wenn man auch näht und so. Ich mache das alles nicht, aber ich habe das als Kind und so mal so live mitbekommen und ich habe immer geholfen, ziemlich lange, generell. Also deshalb so ein Wurzelzaun, ich fände das mega nice. Es gibt so richtig große Wurzeln, das ist dann so lustig, wenn du auf dem Markt bist und dann wollen die dir diese Deko-Wurzel abkaufen und du denkst ja so, nein, die anderen Sachen, die es hier gibt, aber nicht die Wurzeldeko. Es sieht dann auch gleich viel schöner aus, wenn man aus dem Handarbeitsmarkt, Handwerk so, ne, wo man halt so selbstgemachte Sachen und so genähte Sachen oder so
Wenn du Goldschmied bist oder sowas, so Schmuck und so ausstellst, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Marmelade oder was auch immer, ist ja Latte. Das sieht dann gleich viel schöner aus, wie du das präsentierst, weil das sind ja keine Flohmärkte unbedingt, sondern manchmal ist es kombiniert, sondern wo man wirklich diese selbstgemachten Sachen und so ausstellt. Ich guck mal, ich schau mal, da sehe ich nicht so viel. Ich bin aber gerade. Also ich bin gerade zweimal gestorben. Ich wollte gerade sagen, ich bin komisch gestorben, aber ich bin erst über den Boden geklitscht und dann bin ich gestorben. Und dann bin ich auch noch zweimal gestorben. Okay. Ja. Wieso wird mir. Ach so, der Grabstein ist natürlich oben. Ja. Ja, gut. Aber wie habe ich das denn? Ich habe es auch nie geschafft, hier zweimal zu sterben. Also. Die Animation habe ich so noch nicht ausgelöst. Aber ich bin auch gerade kurz vorher über den Boden geklitscht und dachte, ach, hat das nochmal geklappt mit dem Fallschirm öffnen? Leiter öffnen? Scheinbar nicht so. Ich habe gerade ER automatisch gedrückt und mich gewundert, warum nichts passiert. Ja, gut. Upsi. Ding muss jetzt auch noch mal kurz nach draußen. Wo kann ich das da so reinstellen, so halb? Und dann ist hier der Arbeitsbereich. Der muffelt. Pack das jetzt daneben. Das ist ja auch eine Handspindel. Sieht irgendwie traurig hier aus in dem Raum. Na, vielleicht fällt mir noch was ein. Habe ich Erde dabei eigentlich? Nö, ne? Natürlich nicht. Ich könnte diesen Griff mal ranmachen übrigens. Den habe ich ja extra gebaut, den habe ich gar nicht. Keine komischen Experimente? Ich hier mal, ich habe die noch nie benutzt. Also, um die irgendwo hinzuplatzieren. Ich würde den gerne. Wartet mal. Wieso kann ich das jetzt so drehen? Hätte ich vorhin das andere auch so drehen können? Ich wollte es eigentlich. Die andere Ebene drehen. Okay. Weil die sind doch eigentlich einmal umgeklappt. Hä? Greifhaken, Schwunganker, das sind doch. Muss ich dafür. Kann ich die? Ich habe die nicht platziert und dann muss ich dafür was beachten. Oberflächenwinkel stimmt nicht. Ja, natürlich. Ich will es ja auch einmal drehen. Aber. Falsche Achse, mein liebe Persönchen hier. Ja, gut. Ich kann das ja dann nicht verwenden, wenn es beim. Ich habe nämlich manchmal das Problem mit der Hake, dass die halt immer so ausgerichtet ist. Um auch immer. Aber hier kann ich das ja. Anpassen. Und hier ja nicht. Also ich. Das Einrasten wegmachen. Also ich. Okay, dann kann ich es auf jeden Fall nicht benutzen. Das wollte ich ganz gerne eigentlich hier schon mal ranbauen. Befasse ich mich mit, wenn es dann soweit ist, dann. Ich wollte ja eh noch da meine Brücke und so bauen. Eine Nussbrücke. Blumenerde hole ich dann gleich. Hier draußen kommen auch noch Sachen hin. Und die Pflänzchen auch. Ein Dach. Ich würde keine Treppe nach oben hinbauen. Obwohl, jetzt könnte ich es eigentlich machen. Ich habe ja Platz. Also hier, ich könnte eigentlich hier doch eine Treppe nach oben hin verpflanzen.
Je nachdem, wie rum ich jetzt das Dach baue. Ich glaube, so ausgerichtet. Das Dach wäre das Logischste. Dann hole ich mal ein bisschen mehr. Ich hatte mich ja entschieden für das dunkle Strohdach. Muss ich noch ein bisschen was herstellen. Wo sind meine geteerter Strohblock? Das wollte ich nehmen. Ich glaube, ich brauche einiges. Juhu! Ich werde, wenn er keine Aufgabe mehr für einen hat, dann grüßt er einen nicht mehr. Das heißt, man wird für immer eine Aufgabe bei ihm lassen müssen. Seins mag ich, das hört sich doch recht nett an. Die anderen nerven. Aber er ist okay. Diesen doofen Greifdingsarm, das gibt es dann halt nicht bei mir, obwohl ich mir das richtig cool überlegt hatte. Das ist einfach, zu viel des Guten. So viel Glück habe ich nicht. So, das hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Dächer hergestellt. So. Nee, das ist mir etwas zu viel. So. Immer noch so dolle. Das ist schon ein bisschen, weil. Ach so, das macht einfach nur so eine krasse Überlappung dann, weil eigentlich sieht das gar nicht so viel aus. Da muss ich das ein bisschen höher holen. Dann irgendwie nur so. Ja. Ich sehe schon wieder nichts. Frag mich auch, was ich hier mache. Nein! Du warst dann nämlich. Wenn es so weitergeht, mache ich das Blöckchen für Blöckchen. Oder nimm das Zweier. Ich dachte, ich probiere mal ein bisschen hinter hier zu sein. So viel dazu, ne? Ich würde es feiern, wenn es noch Dachfenster übrigens geben würde. Das würde ich feiern. Also, ich könnte ein Loch reinhauen, ja. Aber ihr wisst schon so, dass man so einen Rahmen hat. Oder man macht mit den einzelkleinen Blöcken, mit einem anderen Dachblock so eine Art Rahmen. Das könnte ich ausprobieren. Das könnte gehen mit diesem einen geteerten Holzdings da oder so. Das könnte klappen, das würde ich mal ausprobieren. Artet nicht jeder beim Basenbau aus? Also, es gibt Games, da artet man halt einfach beim Basenbau aus. Ist das nicht Gesetz quasi so? Ein bisschen? Ich dachte. Das ist vollkommen normal. Ich arte natürlich nicht beim Basenbau aus. Was kann mir nicht passieren? Natürlich nicht. Jetzt muss ich mal kurz. Ich habe das leider. Ich will hier auch nicht doppelte Dächer bauen. So. Weiß nicht, das ist auch das einzige Game, glaube ich, denke ich, weiß nicht, wo ich so doll ausarte, oder? Würde es mal so sagen. Weil woanders, wenn ich da irgendwie was baue oder so, bin ich nicht so eskaliert. Man kann aber auch hier so schön seine wenigstens die Fenster höher anpassen. Und die Türen. Und ihr wisst schon alles.
Mich hat schon immer gestört, wenn man immer so ein Mini-Fenster irgendwo reinmachen kann. Das sieht doch doof aus. Die Höhe? Ja, ein Stückchen hoch, ne? Die. Ich pack, mach gleich den Kamin da wieder frei. Was war so ein Anfangswert? Muss das von unten machen. Ja, ich glaube, das passt. Willkommen, Anno. Die Musik hat wirklich bei den anderen sind es immer nur ein paar Töne. Oder ganz kurz, wo ich denke, das ist jetzt von dem Film oder von dem Spiel. Und hier ist es ganz lang, dass ich denke, ich bin... Keine Ahnung. Irgendwann kann ich es auch ignorieren. So wie ich es bei den anderen Sachen jetzt auch schon ignoriere. Aber bei den anderen ist es auch nur eine Tonabfolge. Und hier ist es gefühlt so viel. In diesem einen Sound. Ich sollte andere Games spielen. Nicht immer so, ne? Obwohl, für mich ist Anno hier komplett was anderes als das hier, aber... Ja. Nee. Ja, ich bin... Es ist zu tief. Sag mal. Ich möchte gleich nochmal ein Gerüst bauen. Aber die Höhe passt. Das ist ja richtig gut. Ich glaube, ziemlich mal das Zweier-Ding, obwohl das auch aussieht, als wäre das gerade unterschiedlich hoch übrigens. Wenn ich Glück habe, reichen meine Blöcke. Bitte einrasten. Ja. Wenigstens ein bisschen Kontrast hier. Das passt dann doch eigentlich zu dem Burgmauer-Gesteinszeug. Ich stelle mich hier mal an, ne? Vielleicht brauche ich heute nicht so lange fürs Dach, aber ich garantiere für gar nichts. Ich möchte das nämlich gerne mit den Dachfenstern, was ich mir gerade vorgestellt habe, ausprobieren, aber das hört sich schon wieder so wie so eine eigene Wissenschaft für sich an. Tief. Wenn ich dann diese Einzelblock-Dinger nehmen muss, das ist manchmal auch wieder so anstrengend. Nee. Ist zu hoch. Ich will das andere da. Auch mit einrasten. Ja, jetzt. Oder auch nicht. Aber abgeschätzt die Höhe. Das habe ich noch so noch nicht hinbekommen. Sagt nichts. Wahrscheinlich muss ich gleich irgendwas abreißen. Weil ich auf einer Seite, nämlich die hier, ein bisschen... Nee, die andere Seite muss ich nochmal machen. Ich muss das ja gleich mal überprüfen, weil die sind nicht gleich lang. Die Flächen. Na, perfekt. Ich liebe doch die Dächer. Die Hütte, Miete kalt. Na, 7.435 Euro sind zu wenig. Ich würde einfach mal sagen... Naturlage. Hochwassergeschützt. Dann hast du hier noch deinen eigenen Garten mit Terrasse. Zusätzlich später Selbstversorgungsding. Einen aktuellen Kamin. Dann von der Ausstattung, die ist noch nicht drin. Da müssen wir dann natürlich schauen. Und einen eigenen Zugang zu deinem Haus, den nicht jeder benutzen darf. 9000 würde ich sagen. Infrastrukturell vielleicht angebunden, wenn ich den Greifhaken nehmen kann. Das weiß ich noch nicht.
Und andere würden sagen, Kita in der Nähe passt. Deshalb kostet es mehr. Ich würde sagen, ruhige Gegend, keine Kita, keine Schule in der Nähe, wo ein Kindergarten so laut ist, dass du dir denkst, stechen die sich gegenseitig ab. 20 Kinder, die draußen sind, wo du denkst, hört sich an wie 100. Ein Sportplatz ist leiser. Ich würde das jetzt mal als Pluspunkt nehmen, weil du hast keine Ruhestörung. 9.000 würde ich sagen. Stellplatz, das ist noch Verhandlungssache. Das ist Verhandlungssache. Da müsste man unten mit dem lieben Herrn anders sprechen. Ob das für ihn okay ist, wenn er da ein bisschen was abtritt. Könnte aber schwierig werden. Genauso wie es jetzt schwierig wird, das hier wieder reinzubauen, ne? Muss es genau um 1 verlängern. Naja. Und bedenkt, das ist ja hier quasi geschnitzt, die Sachen, die hier sind. Es ist genauso wie wenn irgendwo Stuck ist und Altbauwohnungen. Teuer. Obwohl, günstiger als Neubau. Na komm. Ja. Weil das sind hier ja Schnitzereien und so. Sieht jetzt komisch aus mit den Fenstern, ne? Und der Tür von hier sehe ich das gerade richtig, dass das so komisch aussieht. Eventuell nehme ich das eine Fenster auch raus. Weil es auch zu nah da an diesen Abgasen ist. Bei diesen Weberhäuschen, was es ja auch manchmal gibt und so, die sind unten auch ganz klein und dann vom Dach recht hoch. Kennt ihr diese Weberhäuschen? In Deutschland. Also, wir hatten hier eine Weberhütte in den Schwaudert, die war anders angelehnt, aber es gibt so eine Weberhäuschen in manchen Städten, wo das ein bisschen älter ist. Die heißen so. Da ist das Dach auch meistens so manchmal so ein bisschen mehr und unten sieht das auch alles ganz klein und eng, manchmal auch mit Fachwerk und so. Da sieht es unten alles so zusammengestauchelt aus. Die Sachen, die ich auf jeden Fall mal gesehen habe. Und sind dann die Weberhütte quasi. Also, hier wird ja auch alles gewebt. Ich finde es jetzt eigentlich okay, wenn man von sowas sieht. Oben kommt Bad und Ruhebereich und Schlafen rein, ja. Und auch jetzt mal mit ein bisschen mehr Platz nach oben, dass ich das nicht direkt zumache. Deshalb, dass man dort ein bisschen mehr Platz hat. Was kommt jetzt da oben rein? Genau. Aber ich weiß nicht, ich kenne so eine Weberhäuschen. Deshalb sage ich jetzt, ich sag mal in Deutschland, ich weiß nicht, in anderen Ländern, wie das da aussieht. Oder auch so wieder von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Aber es gibt auf jeden Fall so eine kleinen zusammengestauchelten Weberhäuschen. Die haben natürlich kein Holz außen so an sich, aber ich denke vielleicht ein bisschen daran. Das ganze Ding ist eine Sauna. Ist aus Holz. Ja. Genau. Mache ich gleich weiter.